Es scheint die Sonne, es ist Frühling, Zeit, die Autos aus den Garagen zu holen. Und das haben wir auch gemacht und heute testen wir für euch exklusiv den neuen Toyota Corolla. Frisch auf den Markt, schon bei uns, bei Autogott im Test, herzlich willkommen. Genauer gesagt testen wir den Toyota Corolla Hatchback 5-Türer. Unser Toyota Corolla hat einen 2.0 VVT-i Hybridmotor eingebaut, der eine kombinierte Leistung von 180 PS aufweist. 180 ist auch die Höchstgeschwindigkeit, nämlich 180 km/h. Die Farbe des Autos ist royalrot mit einem schwarzen Dach, natürlich beides eine Metallic-Lackierung. Die Ausstattungslinie unseres Toyota Corollas ist die Style-Ausstattungslinie. Beim ersten Blick auf den Toyota Corolla fällt sofort das Toyota-typische Design auf. Das Toyota-typische Design trägt den Namen Under Priority Catamaran und besticht durch klare Linien, die von vorne nach hinten gehen und aber gleichzeitig schönen Kurven. Die Frontscheinwerfer sind Bi-LED-Scheinwerfer, die besonders sparsam arbeiten. Dank der Ausstattungslinie Style haben wir hier 17 Zoll Leichtmetallfelgen. Dahinter ist eine Scheibenbremse, die vorne innen belüftet ist. Und vorne sind McPherson Federbeine, an der Hinterachse ist ein Doppelquerlenker. Der Hybrid-Schriftzug findet sich nicht nur auf der Seite, sondern auch hinten und auf der gegenüberliegenden Seite wieder. Wir haben hier den Toyota Corolla Hatchback vor uns. Kennzeichen sind nicht nur das kurze Heck, sondern auch der Außenspiegel und das Dach im Klavierlackdesign, im schwarzen Klavierlackdesign und die getönten Scheiben ab der B-Säule. So, und jetzt werfen wir einen Blick in den Kofferraum des Toyota Corollas. Der Toyota Corolla hat ein Kofferraumvolumen von 313 Liter. Das ist für seine Klasse ganz okay, sage ich mal, und für einen Hybriden ist es auch ganz okay. Es ist ein doppelter Boden, den kann man hier schön aufmachen und einhängen. Unten befindet sich die Batterie, befindet sich ein Notfallset für den Reifen und ein zusätzliches Ablagefach. Und was man noch machen kann, ist, man kann auch ohne Aufklappen in das Ablagefach greifen. Man hat hinten noch kleine Fächer, wo man Sachen verstauen kann. Die Rückbank ist geteilt umlegbar beim Toyota Corolla, habe ich beide Seiten umgelegt, komme ich auf ein Ladevolumen von insgesamt 1004 Liter. Vielleicht ein kleiner Nachteil ist, dass der Lack bis davor geht, die Stoßstange, und dass ich beim Einladen mir hier sehr leicht Kratzer zuführen kann. Wir befinden uns jetzt im Toyota Corolla und fangen mit unserer Testfahrt an. Schauen wir mal, was er auf die Straße bringt. Dazu starte ich den Corolla per Druckknopf. Geräuschfrei wie bei einem Elektroauto. Und wir fahren noch rein elektrisch weg, wie man hört. Also bis jetzt klingt es wie in einem Elektroauto. Toyota sagt auch, dass man in der Stadt größtenteils elektrisch unterwegs sein wird und nennt das als einen der Vorzüge des Hybrids. Also wenn man es nicht besser wüsste, dann glaubt man auf den ersten Metern, dass es sich hierbei um ein klassisches Elektroauto handelt. Es ist aber ein Hybridauto, kein Plug-in-Hybrid. Es ist ein Hybridauto, wo sich die Batterie während des Fahrens selbst auflädt. Toyota hat weltweit schon über 10 Millionen Hybridautos verkauft und 78% aller Toyota, die bestellt werden, sind Hybridautos. Plug-in-Hybrid gibt es beim Prius zum Beispiel, beim Corolla gibt es keinen Plug-in-Hybriden. Jetzt hat sich erstmals der Motor dazu eingeschaltet. Ich weiß nicht, ob man das Aufheulen gehört hat beim Beschleunigen. Das heißt, die elektrische Reichweite ist natürlich enden wollend, aber wird durch die Rekuperation, durch die Energie, die beim Bremsen gewonnen wird, wieder aufgeladen. Vollgetankt hat der Toyota Corolla eine Reichweite von ca. 650 Kilometern. Kommt natürlich auch immer darauf an, wo man fährt und wie man fährt. Das ist natürlich schon eine Reichweite, die ein normales Elektroauto heutzutage nicht mitbringen kann oder in der Regel nicht mitbringt. Den Corolla gibt es seit 1966 und Corolla war die Bezeichnung für schon legendäre Toyota-Modelle.
Zuletzt hatte der Name Corolla in Europa jedoch Pause. Der Vorgänger dieses Autos hieß Auris. In anderen Teilen der Welt gab es aber nach wie vor den Corolla. Da hieß der Auris weiterhin Corolla, nur in Europa hieß er Auris. Der Toyota Corolla ist das meistverkaufte Auto der Welt. Das heißt, was für uns in Österreich seit Jahren der VW Golf ist, ist weltweit der Corolla, mit dem wir hier fahren. Ich habe hier in der Mitte das Multifunktionsdisplay, mit dem ich alles steuern kann. Ich habe hier ein Navi, ich kann hier den Sound steuern, ich kann hier das Telefon steuern, ich kann hier die Fahrzeugkonfiguration steuern, ich kann hier wirklich alles steuern. Links und rechts habe ich jeweils haptische Tasten, die ich auch fühlen kann, das heißt auch während der Fahrt weiß ich dann ungefähr, wo ich gerade hindrücke. Es ist trotzdem ein Touch-Display. Die zwei Rädchen auf der Seite, links und rechts, sind zum laut-leise drehen. Ich kann aber auch das Display ein- und ausschalten damit. Darunter habe ich nur die Lüftung und kann die Warnblinkanlage einschalten. Und darunter wiederum kann ich die Temperatur im Auto regeln. Wir haben hier eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, die alle Stückchen spielt. Ich kann hier auf den Tasten die Klimaanlage so konfigurieren, wie ich will. Und hier beim Drehregler kann ich die Temperatur steuern. Ich kann natürlich auch auf Auto stellen und so dafür sorgen, dass die Temperatur sich selbstständig regelt. Ich habe ein Multifunktionslenkrad mit wirklich vielen Tasten. Am ersten Blick wirkt das ein bisschen unübersichtlich. Wenn man sich aber an das Lenkrad gewöhnt hat, dann findet man sich auch leicht zurecht. Das heißt, ich kann auf der rechten Seite den Tempomat, den Abstandswarner und den Spurhalteassistent steuern und auf der linken Seite kann ich die Kommunikation im Auto steuern. Mit Kommunikation meine ich das Telefon und den Radio bzw. die Audiowiedergabe. Muss ja heutzutage nicht mehr ein Radio sein. Wenn ich gerade das vorschaue, sehe ich den Bordcomputer. Dieser spielt auch alle Stückchen und der ist auch durch das Multifunktionslenkrad steuerbar. Ich sehe hier wirklich nicht nur die Geschwindigkeit, nicht nur die Geschwindigkeitsbegrenzung, nicht nur die Uhrzeit, ich sehe hier auch, wie viel ich gerade verbrauche, in welche Himmelsrichtung ich fahre, welches Lied gerade spielt, die Fahrtinfo zur jetzigen Fahrt. Jetzt fahren wir gerade seit 9 Minuten, wir sind schon 2,3 Kilometer gefahren und nicht digital, sondern analog ist die Tankuhr, die Motortemperatur und der Drehzahlregler. Ein Kritikpunkt an den letzten Modellen des Toyota Corollas war die Automatik. Man hat zu stark gespürt, wenn die Automatik geschaltet hat. Das wurde durch ein großes Update nun beseitigt. Das heißt, man hat beim Toyota Corolla auch, wenn man mit dem Verbrenner fährt, ein Gefühl, als fährt man mit einem Elektroauto, weil es wirklich stufenlos schaltet. Man spürt nicht einmal einen Rucken. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen von Toyota. Wenn ich beschleunige, beschleunige ich wie aus einem Guss. Es ist wirklich ein Elektroauto-Feeling. Natürlich ein lauteres Elektroauto-Feeling, weil wenn ich mit einem Verbrennermotor beschleunige, dann höre ich das natürlich. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, kann ich auch auf Elektro manuell schalten, indem ich den EV-Mode aktiviere. Und da sagt er mir dann, ob er verfügbar ist, ob ich gerade in dem EV-Mode fahren kann, ob die Batterie derzeit zu schwach ist und wieder durch das Fahren geladen werden muss. Oder ob die Geschwindigkeit auch zu hoch ist, um im EV-Mode zu fahren. Denn den kann man nicht bei jeder Geschwindigkeit ausnutzen. Ich habe hier auch Schaltwippen, mit denen ich die Gänge manuell wählen kann. Aber es sind halt fiktive Gänge, weil auch wenn ich die Gänge wähle bei der Schaltwippe, spüre ich nicht, dass er zurückschaltet. Das ist wirklich ein stufenloses Getriebe. Der Antrieb sucht seinesgleichen in anderen vergleichbaren Autos. Nicht umsonst ist Toyota Marktführer für Hybridtechnologie. Es waren die ersten, die großflächig Hybridfahrzeuge auf den Markt gelassen haben. Und Toyota war auch eine der ersten Marken, die dem Diesel Adieu gesagt haben. Den Toyota Corolla gibt es nur in der Hybridversion oder als Benziner, aber nicht mit Dieselmotor. Den Toyota Corolla gibt es in verschiedenen Versionen und Varianten. Es gibt ihn als Kombi oder es gibt ihn, wie wir ihn fahren, als Schräghecklimousine, als Hatchback. Preislich beginnt er als Benziner bei 20.990 Euro. Den Toyota Corolla gibt es mit 4 Ausstattungslinien.
Wir haben die Ausstattungslinie Style, das ist die zweitbeste. Besser ist nur noch die sogenannte Launch-Ausstattungslinie. Und wir haben den 2.0 Hybridmotor eingebaut. Das ist der beste Hybridmotor, der kombiniert eine Leistung von ca. 180 PS hat. Bei 920 Newtonmeter, was auch einen riesigen Kraftakt bedeuten kann. Toyota tritt übrigens nicht nur als Toyota auf, die Luxusmarke der Japaner heißt Lexus, aber sie halten zum Beispiel auch 16% der Anteile an Subaru. Hier unten finde ich auch die Kippschalter, mit denen ich die Sitzheizung aktiviere und deaktiviere. Die wirken leider nicht sehr hochwertig und sind nicht so gut gelungen. Dennoch erfüllen sie ihren Zweck, denn man kann sowohl beim Beifahrer als auch beim Fahrer die Heizung ein- und ausschalten. Weiter da hinten finde ich ein kleines Fach, wo ich zum Beispiel meine Sonnenbrille verstauen kann. Das ist übrigens keine Markensonnenbrille, ich mache keine Werbung für irgendeine Sonnenbrillenfirma. Der Spiegel blendet automatisch ab. Hier oben habe ich den Notrufknopf und kann die Lichtsteuerungen vornehmen, wie das Licht leuchten soll, wenn die Tür aufgeht. Ich habe hier 4 elektrische Fensterheber für die 2 Hinterfenster und für die 2 vorderen Fenster. Ich kann hier das Auto verschließen. Ich kann hier die Fenster hinten verriegeln und ich kann hier auch automatisch die Spiegeleinstellungen vornehmen, die Seitenspiegeleinstellungen vornehmen. Die sind in der Ausstattungslinie Style elektrisch anklappbar. Eine elektrische Heckklappe gibt es übrigens auch für den Toyota Corolla, jedoch nur für den Kombi. Elektrische Heckklappe heißt nicht, dass ich die nur mit der Schlüsselfernbedienung aufmachen kann, sondern dass ich die mit einem Schwenk mit dem Fuß unter dem Auto auch öffnen kann. Was natürlich sehr praktisch ist, wenn man beide Hände voll hat. Was gibt es sonst noch zu sagen? Die Materialien wirken relativ hochwertig. Die Naht ist sehr schön verarbeitet im Innenraum. Der Raum vom Tacho und von der Beifahrerseite zur Frontscheibe hin ist flach. Ziemlich flach gehalten. Das ist sehr schön, passt zum Design. Das Lenkrad greift sich wirklich auch sehr gut an. Der Innenraum ist wirklich sehr schön verarbeitet, man fühlt sich sehr wohl. Da an der Seite und an der Tür ist ein bisschen ein Hartplastik, aber im Endeffekt ein hochwertiger Innenraum. Auch schöne Chromleisten zur Zierde, wirklich gut gelungen. Und Klavierlack nur unten, rund um den Schaltknüppel. Ich mag Klavierlack persönlich nicht sehr gern, weil man da viele Fingerabdrücke sieht. Deswegen bin ich auch nicht sehr traurig, dass das nur da unten vorkommt. Warum übrigens noch immer so ein großer Schaltknüppel hier eingebaut wird bei einem Automatikauto, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der Logik kann ich nicht folgen, aber man wird sich schon was dabei gedacht haben. Ich kann hier unten auch die Fahrmodi wählen. Da kann ich wählen zwischen Eco, also sparsam, normal und Sport. Jetzt fahren wir im Eco-Modus. So, jetzt fahren wir auf die Autobahn. Sobald wir auf die Autobahn auffahren, werde ich den Sportmodus wieder aktivieren. Kurzes Zwischenfazit. Wir sind jetzt eigentlich nur in der Stadt gefahren, vielleicht ein paar hundert Meter auf der Autobahn und haben derzeit einen Durchschnittsverbrauch von 4,2 Liter. So, jetzt geht's los mit der Beschleunigung. Deswegen schalten wir jetzt in den Sportmodus. Man hört da schon ein bisschen eine Kraft. Die hört man auch, die spürt man nicht mehr. Die Hybridbatterie ist übrigens unter der Rücksitzbank verbaut. Und die Batterie für den Motor findet man im Kofferraum. So, wir sind jetzt gerade am Beginn der Autobahnfahrt. Wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 4,6 Liter auf 100 Kilometer. Und jetzt fahre ich auf der Autobahn und kann auch beim Toyota Corolla sowohl den adaptiven Tempomaten als auch den Spurhalte- und Abstandsassistent aktivieren und kann mich so zurücklehnen und die Fahrt genießen. Das Lenkrad nicht in der Hand halten darf ich allerdings nicht lange. Er haltet die Spur ziemlich gut. Das Lenkrad. Also er fährt nicht so hin und her, er haltet die Spur gerade
Man sieht beim Lenkrad ganz leichte ausgleichende Lenkbewegungen. Das ist wahrscheinlich der Straßenneigung geschuldet. Jetzt ist eine leichte Kurve, auch die nimmt er ganz schön mit. Er fährt schon recht ordentlich. Da gibt es nichts. Toyota hat die Hausaufgaben hierbei gemacht. Wenn ich die Spur wechsle, wird der Assistent nicht deaktiviert. Ich kann jetzt gleich wieder die Hände vom Lenkrad wegnehmen und er fährt weiter, automatisch. Das mit dem Spurwechsel habe ich deswegen erwähnt, weil wir vor kurzem auch das Tesla Model 3 getestet haben. Und das hat den Autopilot nicht mehr deaktiviert, wenn ich Spur gewechselt habe. Auch dank der neuen Plattform liegt der Corolla, wie ich jetzt merke, auch in der Autobahnabfahrt sehr, sehr gut in der Kurve, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Er macht einen sehr stabilen Eindruck und ist gleichzeitig aber auch sehr wendig. Toyota spricht davon, dass man in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 kommt. Das werden wir jetzt ausprobieren, ob das funktioniert. Auch dafür verwenden wir den Sportmodus und hoffen, dass auf der Freilandstraße die Ampel rot ist. Weil beim Grünsignal können wir dann schön beschleunigen und fangen schon an zum Beschleunigen und es geht los. Bis 100 haben wir es nicht geschafft, weil da darf man nur 70 fahren und ich möchte mich ja nicht. Aber es waren jetzt nur einige Sekunden bis 70, also es könnte schon hinkommen, diese 7,9 Sekunden. Die Beschleunigung bei dem Auto ist wirklich recht ordentlich. Man hat auch einen tollen Sound, also Autoenthusiasten werden das genießen, mit dem Auto auch schnell zu fahren. Die Straßenlage ist so und so top. Und da kommt halt auch wieder der Vorteil eines Hybridmotors zum Tragen, denn durch den Elektromotor können meine Vorder- und Hinterräder, in dem Fall Vorderräder, weil es kein 4WD ist, sondern ein 2WD, Kraft bekommen, die halt ein Verbrenner alleine nicht zusammenbringt. Deswegen auch kombiniert 180 PS. Gibt ordentlich Stoff, fährt direkt, die Lenkung ist wirklich direkt. Das Gaspedal ist sehr sensibel, also es ist wirklich ein super konzipiertes Auto mit einem tollen Fahrgefühl. Und einem tollen Fahrgefühl ohne Kompromisse, das ist wichtig. Auch am Sound wurde gefeilt, der klingt sehr gut. Also es ist wirklich ein wunderschönes Auto, ein gut zu fahrendes Auto und vor allem ein gut zu handelndes Auto. Und das ist ja heutzutage sehr wichtig. Für Nachtfahrten hat der Toyota Corolla auch einen Fernlichtassistenten, der automatisch das Licht abblendet, wenn Gegenverkehr kommt. Jetzt fahren wir auf der Autobahn. Ich habe wieder meinen Assistenten eingeschaltet, deswegen kann ich jetzt ein bisschen noch über das Multifunktionsdisplay sprechen. Wie gesagt, ich kann hier die wichtigsten Steuerungen vornehmen und ich habe auch das Navigationssystem, das eigens von Toyota kreiert wurde. Sehe hier, wo ich mich befinde, kann die Ansicht auch wechseln in eine 3D-Ansicht. Wie gesagt, es ist gerade eine Nachtansicht, weil wir gerade in einem Tunnel sind. Er warnt mich, dass ein Hindernis in 3,3 Kilometer ist. Ich kann hier Adressen suchen und mich dann an mein Ziel navigieren lassen. Allerdings ist das Navigationsgerät vom Design her erinnert er sehr an die Mitte 2000er Jahre. Also da hätte man schon ein bisschen dynamischer arbeiten können. Und es besteht auch leider keine Möglichkeit, Android Auto anzubinden. Was natürlich sehr schade ist, denn vor allem mit Google Maps hat man ein tolles Navigationssystem, was immer am letzten Stand der Dinge ist, auch von der aktuellen Verkehrslage. Trotzdem kann man auch über das Navigationsgerät aktuelle Verkehrsmeldungen erhalten, sowohl über WLAN als auch über TMC. Ich habe hier auch Audio, da kann ich die Quelle mir auswählen. Ich kann schauen, ob ich AM, FM, Digitalradio gibt es auch schon oder Bluetooth bzw. Miracast kann ich auch verwenden. Ich sehe hier, was ich gerade höre, ob ich welche Quelle ich gewählt habe und ich kann auch mich mit den Geräten verbinden, die ich hier habe. Ich sehe hier auch die technischen Daten, wie Reichweite. Ich sehe hier für Statistikfreak, ich sehe ganz genau, wann habe ich beschleunigt, wie habe ich beschleunigt, wie ist meine Energie, wird das Auto gerade geladen, wird die Batterie gerade geladen oder verbrauche ich mehr Energie.
Die Informationen für die Fahrt sind hier. Ich sehe hier historische Daten unter Anführungszeichen, also von den letzten Tagen, wie das Auto da genutzt wurde. Und ich kann hier, wie gesagt, alle Informationen, die ich mir anzeigen lassen will, kann ich hier auch anzeigen. Das ist ziemlich lustig zum Beobachten, soll aber trotzdem keine Ablenkung vom Straßenverkehr sein. Also lieber nach vorne schauen als daher. Der Toyota Corolla ist natürlich ein Fünfsitzer, deswegen nehme ich auch hinten Platz im Toyota Corolla und schaue, wie es mir hier geht. Im ersten Eindruck habe ich hier wirklich eine Menge Platz. Aus früheren Tests weiß man ja, ich bin 1,78 groß. Ich habe hier noch immer eine Menge Beinfreiheit. Mein Kopf stößt auch nicht oben an. Ich habe ca. 5 cm noch Platz bis zum Dachhimmel. Und auch sonst ist der Hintenraum klein, aber fein. Ich habe hier einen Griff zum Anhalten. Mag für manche bequem sein, wenn man sich hier anhält. Ich habe hier eine Innenraumbeleuchtung. Ich habe den obligatorischen Becherhalter im Hinterraum. Und ansonsten ist eigentlich nicht viel zu sagen. Ein Sitz hat eine Tasche, der andere Sitz hat keine Tasche. Es ist hier noch ein kleines Ablagefach. Aber und was ganz gut ist, sind elektrische Fensterheber hinten. Leute, die größer sind, die sollten lieber vorne sitzen. Denn wenn ich schon nur 5 cm Kopffreiheit habe, dann haben größere Leute wahrscheinlich nicht so viel Platz wie ich hier hinten. Kommen wir zum Fazit des Toyota Corolla Tests. Wir haben bei unserer Testfahrt 4,7 Liter pro 100 Kilometer gebraucht. Das ist schon ziemlich deutlich über der Werksangabe, die bei ca. 4 Liter liegt. Für ein Stadtauto, was wir auch auf der Autobahn gefahren sind und wo wir mehrmals heftig beschleunigt haben, ist es aber trotzdem ein Top-Wert. Er hat uns vor allem auch beim gesamten Fahrerlebnis überzeugt. Er liegt gut in der Straße, er liegt gut in der Kurve, er beschleunigt lückenlos. Die Assistenzsysteme, die der Toyota Corolla eingebaut hat, funktionieren alle einwandfrei und besser als in so manch anderem Auto seiner Klasse. Ich erinnere hier nur an den Spurhalteassistent und den adaptiven Tempomat, mit dem auch Spurwechsel, natürlich selbst durchgeführte Spurwechsel, wie es legal ist, möglich sind. Das Auto vereint die Vorteile von einem Elektroauto und von einem Verbrennerauto. Der Motor ist ein Wahnsinn, das Fahrgefühl ist gut, das Auto liegt top auf der Straße und in den Kurven und die stufenlose Automatik ist wirklich einzigartig. Man glaubt, man sitzt in einem richtigen Elektroauto. Toyota ist Marktführer in Sachen Hybrid und wenn man mit dem Toyota Corolla fährt, dann völlig zu Recht. Der Toyota Corolla ist ein in sich stimmiges Auto, was sich sehr gut fahren lässt. Der Toyota Corolla ist auf jeden Fall einen Kauf wert und macht richtig Spaß. Alles in allem ist der Toyota Corolla in der Kompaktklasse sicher eine Top-Alternative und um einen Preis von 20.990 ist es auf jeden Fall auch nicht zu teuer positioniert. Ich bin zufrieden und ich würde ihn am liebsten gar nicht mehr zurückgeben. Also, gute Fahrt!